Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge, Folge 2 von X4 Foundations. Ja, erste Folge haben wir, ja, so den Start ins Universum begangen und auch gleich die Hauptmission quasi gefunden von Bosota, das Objekt im Wasser. Obwohl, weiß man, ob, hat man gesehen, ob es im Wasser ist? Na gut, vielleicht habe ich gespoilert. Das Ding lebt im Wasser. Aber es ist jetzt auch keine Information, die, ja, die Leute schockieren wird. Und ja, da sind wir jetzt bei Teil 3. Können wir mal ganz kurz nochmal uns angucken. Ja, hier müssen wir natürlich drauf. Und sehen im Missionsmanager, da ist es nämlich gelb, sehen die anderen Missionen, wissenschaftliche Expedition, und wir sehen Dock an Station haben wir, Sammelinterface haben wir. Ja, bei so Sachen, wo nur Worte stehen, da erkennt man nicht, ob man es schon geschafft hat oder nicht. Wenn man später zum Beispiel Waren liefern muss, dann sieht man dahinter immer, wie viel Waren man schon geliefert hat. Aber bei denen, wir wissen, wir müssen jetzt abdocken und zum wissenschaftlichen Gebiet fliegen. Das ist das nächste. Und um abzudocken, gehen wir wieder ins Raumschiff und sagen entweder abdocken oder Umschalt D. Ist egal, ich drücke mal Umschalt D. Wir heben ab. Und heben ab. So, jetzt müsste eigentlich wieder eine Nachricht kommen, oder? Sie haben bestimmt noch nicht mit vielen Boronen zu tun gehabt. Boronen? Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Bosota und es ist mir eine große Ehre. Ich wünschte, wir könnten uns persönlich kennenlernen, aber ich befinde mich aktuell in einer sehr heiklen Lage. Sie sind bestimmt schon ganz neugierig darauf, was ein einsamer alter Borone zu erreichen versucht. Nun, es gibt noch so viele unbeantwortete Fragen und unergründete Geheimnisse. Sind Raumfliegen intelligente Wesen? Wo befinden sich die verschollenen Systeme der Boronen? Ist Telepathie mit Überlichtgeschwindigkeit möglich? Es ist unsere Aufgabe, die physikalischen Grenzen dieses Universums bis an die Grenzen der Belastbarkeit zu treiben, um herauszufinden, ob sich Antworten auf diese und viele andere Fragen finden lassen. Meine gegenwärtigen Arbeitgeber scheinen glücklich darüber zu sein, dass meine Forschungen zu neuartigen Waffensystemen führen. Ja, das sind wirklich neugierige Wesen, dieses Blatt. Ich hoffe inständig, dass sie mich bald in einen neuen Tank verlegen. Meine Tentakel werden langsam schwach. Ja, danke, Boso. Und irgendjemand hat auf die Station geschossen. Ich hatte ja schon markiert, so einen roten, quasi rot ist ja mal das Zeichen für Gegner. An jeder Station fliegen immer so ein paar Kriminelle rum. Und die jeweiligen Fraktionen sind immer ganz dankbar, wenn man die Kriminellen dann irgendwie hier abschießt. Dann verbessern. Schmugglerschiff in der Nähe entdeckt. Da ist er wieder. Dann verbessern sich die Beziehungen. Das ist ja auch wie in jedem X-Teil. Es ist immer gut, mit vielen Fraktionen quasi in guten Kontakt zu stehen. Das bringt einem viele Vorteile. Obwohl, wir schießen mal ganz kurz den Gegner ab. Dann sehen wir ja, ob uns die Fraktion oder ob sich die Fraktion freut oder nicht. Ich versuche mal so zu fliegen, dass ich nicht auf die Station schieße. So. Schießen. Also, die Steuerung ganz kurz noch. Ihr könnt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder mit gedrückter linker Maustaste könnt ihr hier steuern. Also euch quasi aussuchen. Oder ihr drückt Umschalt-Leertaste, dann müsst ihr nichts mehr drücken, sondern ihr könnt einfach nur noch die Maus bewegen und das war's. Und wenn man schießen will, ihr seht immer so einen kleinen weißen Punkt, der so ein bisschen nachzieht. Hier sieht man es besser. Das ist quasi der Ort, auf den ihr gerade schießen würdet. Und wenn man, also ihr müsst natürlich dafür Laser haben. Wir haben aktuell, glaube ich, zwei an Bord. Wir können mal ganz kurz gucken. Wir haben, genau, hier einen Pulslaser. Einen Pulslaser haben wir. Und zielsuchenden Raketenwerfer haben wir installiert auf unserem Schiff. Das seht ihr immer hier unten, was für Waffen ihr quasi installiert habt. So, man bedankt sich, dass wir den Kriminellen abgeschossen haben. Haben Ansehen gewonnen und 500 Credits. Also plus 1 Ansehen. Wir sind jetzt bei, da seht ihr das, plus 1. Immer noch neutral im Gottesreich der Paraniden. Aber so nach und nach sollte man die Beziehung immer wieder verbessern. So, der Kriminelle hat auch was fallen lassen. Objekte, die man aufsammeln kann, werden immer mit so einem drehenden Kreis symbolisiert. Und ihr seht auch so eine Kiste. Container. Hier ist ein Container mit Unkrautvernichter drin. Dreimal Unkrautvernichter mit einem Durchschnittspreis von 708 Credits. So,
Das ist auch wie bei X3. Ihr drückt nämlich O und dann wird so ein Magnet aktiviert und der zieht quasi diese Kisten ins Schiff. Also ihr könnt einmal O drücken, dann kommt es auf euch zugeschossen. Ihr könnt auch O gedrückt halten, dann hört er so ein Geräusch gleich. So ein Aufladen und dann ist der Magnet quasi stärker. Aber es reicht auch, wenn er kurz O drückt, dann kommen eigentlich die Kisten auf euch zugewabelt. Und ja, also das mit den Fraktionen. Ihr müsst, ja, am besten sucht euch am Anfang eine Fraktion raus, mit der ihr gerne befreundet sein würdet. Und je besser euer Ruf ist, umso mehr Vorteile hat es. Also wir sehen hier, bei jeder einzelnen Fraktion sind so teilweise Sachen noch ein bisschen ausgegrauter oder heller. Die hellen Sachen, das sind quasi eure erlaubten, ja, Dinge oder die Erlaubnisse von den jeweiligen Fraktionen euch gegenüber. Und ihr seht hier Einsatzlizenz für allgemeine Ausrüstung der Argonen. Also wir können bei den Argonen Ausrüstung kaufen. Wir können Schiffe der Föderation kaufen. Und wir haben eine Lizenz für Grundproduktmodule der Föderation. Also die könnten wir da kaufen oder bauen. Da bin ich mir gerade selber unsicher. Aber ich glaube, wir können die hier kaufen, die Lizenzen. Und bei den Paraniden aktuell, da wir ja gerade uns in dem System befinden, ist es genauso. Also wir können Ausrüstung kaufen an den Ausrüstungsdocks. Wir können Schiffe an den Werften kaufen. Und wir können Module kaufen. Für Grundprodukte. Also Grundprodukte sind, ich glaube, Energiezellen sind Grundprodukte. Also alles, was keine weitere Verarbeitung braucht. Das sind Grundprodukte. Gut. Das zur Erklärung des Kampf... Oh, da ist ja was im Weg. Des Kampfsystems und das mit den Beziehungen. Und ja, unser nächstes Ziel ist dort hinten. Wissenschaftliches Gebiet. So, wir drücken... Umschalt 1, gehen in den Reisemodus und schweben mal oder fliegen mal dorthin. Ganz kurz noch, also ich habe jetzt schon über 30 Stunden, glaube ich, X4 gespielt. Ich werde wahrscheinlich auch Sachen vergessen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie ist das, wie mache ich das, welche Tasten muss ich da und dafür benutzen, schreibt es einfach runter und ich versuche es dann nach und nach immer zu erklären. Wie gesagt, es ist so ein bisschen die Betriebsblindheit, wenn man das schon... ja, ein paar Stunden gespielt hat, dass man nicht mehr alles, ja, oder an alles denkt, euch das zu erklären. Weil viele Sachen dann irgendwann Normalität werden. Also hier mit der Steuerung und so weiter. Da würde ich nie dran denken, euch das genau zu erklären. Aber wie gesagt, wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen Sachen und ich euch die beantworten kann, werde ich das auch tun. Sie scheinen sich der Anomalie zu nähern, die ich aufgespürt habe. Würden Sie bitte versuchen, den Langstreckenscanner zu nutzen und nach einer Anomalie in der Nähe suchen? Ja, das ist der dritte Modus, den ich euch noch nicht erklärt habe. Also Modus 1, Reisemodus, Modus 2, Scan-Modus und Modus 3, auch für die, die X schon ein bisschen länger spielen, nichts Neues, ist der Langstreckenscanner. Mit Umschalt 3 wird aktiviert, dann verfärbt sich das ganze Interface hier blau und wir können quasi, ja, so einen Ping aussetzen und den Sektor scannen. Und das mache ich mal. Ihr drückt R und hört so ein Geräusch. Jetzt müsst ihr dürft nicht gedrückt halten, wenn, denn irgendwann geht dieser hohe Pfeifton wieder weg. So, wenn er zu lange drückt, habt ihr Pech gehabt, dann ist er überladen und sendet nicht aus. Sondern ihr müsst den richtigen Zeitpunkt finden. Und dann entsteht so eine Welle und ihr scannt quasi sämtliche Gebiete, die hier in 180 Grad Entfernung vor euch sind. Und ihr hört immer so ein Geräusch, also so ein Klingen. So ein bisschen wie bei Wahlen mit diesem Sonar. Haben Sie Schwierigkeiten, die Anomalie in dem von mir gekennzeichneten Bereich zu finden? Sie sollten dafür den Langstreckenscanner einsetzen. Dann finden Sie sie auch. Ja, machen wir ja. Und die geben euch Resonanz. Es gibt zwei, ja, besondere Sachen. Wenn ihr zum Beispiel, ja, besondere Sachen findet, dann gibt es so einen hellen Ton. Bitte stoppen Sie. Wir werden Ihr Inventar scannen. Okay, habe ich irgendwas Verbotenes schon? Nee, oder? Ich scanne mal weiter. Solange macht die paranidische Polizei hier mal einen Scan von meinem Frachtraum. Aber ich denke, die werden nichts Illegales finden. So, und wir müssen nach einer Anomalie scannen. Will ich mich verarschen? Wo ist denn die Anomalie? Ich fliege jetzt mal direkt dahin. Eigentlich müsste die Anomalie genau da sein, wo der Punkt ist. Aber die wird mir gerade nicht angezeigt per Ping. Ach doch, da ist er doch. Da sehen wir nicht ein Fragezeichen. Fragezeichen sind immer so besondere Sachen.
Kann man mit links anklicken. Unbekannte Station. Okay, ist eine unbekannte Station. Nicht die Anomalie. Ganz ehrlich, ich fliege mal auf den Punkt jetzt drauf. Okay, war ich zu weit? So, wo ist denn die Anomalie? Ist sie hier unten? Da hat es einen hohen Pington gegeben. Da ist es. Wenn man den Berichten Glauben schenken will, kann man durch diese Anomalien andere Regionen des Universums erreichen. Ganz ähnlich wie mit den Sprungtoren. Ich empfehle Ihnen, sich den Standort der Anomalie auf der Karte zu markieren. Haben Sie Lust auf ein Abenteuer? Dank meiner Forschungen weiß ich ungefähr, wo Sie wieder auftauchen sollten. Theoretisch. Der einfachste und schnellste Weg, meine Theorie zu prüfen, ist natürlich, sie in die Tat umzusetzen. Genau, Anomalien sind wie eine Art Sprungtore, nur das Blöde bei Anomalien ist, von beim ersten Mal benutzen, weiß man nicht, wo man rauskommt. Also man kann Glück haben und in neutralen, freundlichen Sektoren landen, oder man hat Pech und landet direkt im Xenon-Gebiet und wird von allen Seiten beschossen. Das weiß man bei Anomalien immer nicht. Aber das Gute ist, die Anomalien, die verschwinden nicht, sondern die sind immer da. Und es gibt die Möglichkeit, hat es ja auch gerade schon gesagt, die liebe Boso, dass man Barken auswerfen kann, um sich Sachen zu markieren. Ich hatte auch schon in der ersten Folge erwähnt, es gibt die Möglichkeit später so Satelliten auszuwerfen, um den Bereich zu scannen innerhalb von 30 Kilometern. Oder es gibt auch bessere Satelliten, die haben einen Umkreis von 75 Kilometern und scannen dort alles. Und das macht man, indem man wieder Enter drückt. Dann kommt man hier ins Schiffsinteraktionsmenü. Und hier links seht ihr Aufstellen. Und da gibt es drei Sachen. Einmal die Satelliten, was ich erzählt hatte, ne, um den Bereich zu scannen. Dann die Navigationsbarke. Das sind ja tatsächlich wie so eine Navigationsbarke. Die kann man setzen, wenn man irgendwelche besonderen Objekte hat. Und auch die Navigationsbarke dann später markieren. Also beispielsweise machen wir jetzt einfach mal. Wir setzen mal hier eine Navigationsbarke. Dann wird die ausgeschmissen. Ihr seht sie auch hier auf dem Radar als grün. Okay, da kann man auch durchfliegen. Und da ist die Navigationsbarke. Wie gesagt, die kann man dann später auch umbenennen, indem man hier auf Informationen klickt. Und ich glaube hier Doppelklick, genau. Dann kann man quasi der einen neuen Namen geben. Beispielsweise jetzt bei der Anomalie. Wir setzen hier eine Navigationsbarke, gucken, wo wir rauskommen, in welchem System. Und benennen die später um als Anomalie nach, weiß ich nicht, XY-Sektor. Deswegen, bei Anomalien ist es tatsächlich immer ganz ratsam, mal eine Navigationsbarke zu schmeißen. Ansonsten, ich wüsste nicht, für was ich sonst Navigationsbarken bräuchte. Also es gibt noch eine Sache, die werden wir aber später noch erfahren. Ansonsten sind Navigationsbarken, naja, nicht wirklich wichtig. So, okay. Wir sollen hineinfliegen. Na gut. Wenn das von uns verlangt wird, tun wir mal dem Boron den Gefallen und fliegen mal hinein und gucken, wo wir landen. Vielleicht war es das jetzt auch schon. Also wo das hinführt, weiß ich tatsächlich nicht. Instabile Warp-Anomalie. So. Das Schlimme ist, dass diese Anomalie hier den ganzen, ja, die ganzen Gesetze außer Kraft setzt. Also ich bin jetzt hier auf fast vollem Schub, komme aber nicht mehr ran. Ja. Ja, kann man natürlich mit einem Booster umgehen. Und das machen wir jetzt. So, 3, 2, naja, komm. Anomalie. Und überraschenderweise ist der Scan sauber. Würdest du gleich sagen. Tippe ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Überraschenderweise ist der Scan sauber. Ach, das war der Polizist noch. Okay. Hören Sie mich? Es hat einen Moment gedauert, bis die Frequenzen wieder richtig modelliert waren. Aber es ist ganz so, wie ich gedacht hatte. Sie haben die Passage durch die Anomalie überstanden und sind in einem weit entfernten Raumgebiet wieder aufgetaucht. Ihr Standort ist von enormem Interesse für mich. Seit über einem Jahr habe ich Sensorenlogos von vorbeifahrenden Schiffen gesammelt, um meine Forschungen voranzutreiben. Diesen Teil habe ich als besonders wichtigen Abschnitt meiner Forschungen markiert, sollte ich je in der Lage sein, ihn umzusetzen. Ja. Die alte Anomalie ist ja interessant, ja. Aber meine Erkenntnisse deuten auf etwas hin, das vielleicht zu einer bahnbrechenden Entdeckung führen könnte. Erlauben Sie mir, sie zur entsprechenden Position zu leiten. Okay, also wir sind in anscheinend einem neutralen Sektor gelandet. Wir können aber auf die Karte gucken, indem wir M drücken. Und sehen, wir sind gelandet bei Profitabler Handel. Das ist der
Untersektor und der Ober, also der Oberbegriff für den Sektor, den kennen wir noch nicht. Aber ich tippe mal, er wird profitabler Handel heißen. Ja, dann können wir nämlich jetzt unsere Navigationsbarken auch mal dementsprechend benennen. Also, wir sagen mal, diese Navigationsbarke, Information, die benennen wir Anomalie nach profitabler Handel 1. Kurz was testen? Wunderbar. Auch für die, die X3 gespielt haben, war es ja immer ein Dorn im Auge, wenn man Sachen bezeichnet, wie hier zum Beispiel Anomalie nach profitabler Handel. Und jetzt hat man nicht Anomalie, sondern Anatomie nach profitabler Handel geschrieben, hat sie also verschrieben. Dann ist es immer noch nicht möglich und das ist, glaube ich, immer noch der größte Kritikpunkt, den es überhaupt in diesem Spiel gibt, auch wenn es so eine Kleinigkeit ist. Aber später, wenn man tausende Schiffe hat, ist es einfach beschissen. Du kommst nicht nach da vorne, du kannst das hier nicht ändern, sondern du musst einfach den kompletten Text löschen und neu eingeben. Das ist ganz grauenvoll. Oder auch, wenn man jetzt feststellt, das ist doch nicht die Anomalie nach profitabler Handel, sondern irgendwas anderes. Man kann nur einmal, also man kann den Text nicht mehr ändern, sondern wenn man jetzt hier doppelt reinklickt, muss man den kompletten Text neu machen. Also man kann nicht einzelne Sachen im Nachhinein ändern, sondern muss alles neu machen. Also mit Escape kann man es abbrechen. Aber, also das ist wirklich, warum man das nicht hinkriegt. Unfassbar. Ja, und dann müssen wir die andere Navigationsbarke noch nehmen. Komme ich da ran? Also. Und die benennen wir Anomalie nach Dreieinigkeit 7. Anomalie nach Dreieinigkeit 7. Enter. Und wenn wir jetzt ranzoomen und auf die Navigationsbarke gehen, sehen wir Anomalie nach Dreieinigkeit 7. Da wissen wir, wo sie ist. Sehr schön. Ja, der Sektor hier gehört übrigens den Teladi. Wird das schon angezeigt? Ja, da steht es. Teladi-Unternehmen. Teladi haben grün umrandete Sektoren. Wie gesagt, Paraniden oder hier das Gottesreich der Paraniden. Lila. Und so erkennt man auf einen Blick sehr schnell, wem welcher Sektor gehört. Okay. Dann gehen wir mal zu unserem nächsten Ziel. Das ist 33 Kilometer weg und heißt leerer Raum. Oh, hier sind sogar Gegner. Ja, Gegner werden immer mit Rot angezeigt, neutrale oder freundliche Schiffe mit Blau. Das ist auch ein Xenon. Komm, wir kämpfen mal. Oh, ja, okay, jetzt wird uns die Entscheidung auch abgenommen zu kämpfen. Ja, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Das ist übrigens auch ein kleiner Kritikpunkt, dass die... Oh, alter Schwede, der macht mich richtig fertig. Dass die Kämpfe hier nicht so dynamisch sind wie noch im dritten Teil. Also die haben so ein bisschen an Dynamik abgenommen. Was echt schade ist. Es ist, ja, nicht mehr so aufregend. Also ich fand tatsächlich, dass das Geilste war in X3 immer das Kämpfen. Und das ist hier ein bisschen 0815 geworden. Also es ist nicht spannend. Die Gegner, also die KI der Gegner besonders sind... Naja, verbesserungsmäßig oder würdig. Und das war in X3 tatsächlich deutlich besser. Also ich hoffe, dass vielleicht mit den nächsten Updates das auch nochmal ein bisschen gefixt wird. Und wir da wieder ein bisschen mehr Spannung in den einzelnen Raumkämpfen haben. So, wie sieht's aus? Okay, Hülle hat da noch 55. Na, okay, das waren wieder ein paar Treffer. Aber wir machen erstmal fertig. Ihr seht auch dieses Viereck, was immer in der Mitte vom Schiff jetzt zum Beispiel ist. Das bedeutet, dass wenn wir jetzt Raketen abschießen würden, wir ihn jetzt auch quasi genau im Zielvisier der Raketen hätten. Wenn wir jetzt außerhalb von dem Zielgebiet wären oder, ja, wir können es ja mal machen. Jetzt dürfte quasi das erstmal blau werden. Genau, jetzt justieren sich die Raketen und ja, wenn wir ihn wieder im Ziel hätten, dann... jetzt könnte man ihn quasi abschießen mit Raketen. Ob sie treffen, ist wieder eine andere Sache. Das ist nicht immer gesagt, nur weil wir perfekt gezielt haben mit den Raketen, dass das, dass die Rakete auch einschlägt. Sondern da gibt es diverse Möglichkeiten, dass das auch schief gehen kann. So, Xenon besiegt. Munitionscontainer. Wir finden leichte Dampffeuerrakete, MK2, und zwar genau eine. So, auch wieder O gedrückt.
bisschen mehr oder länger O drücken und dann sind wir wieder um eine Rakete reicher. Die können wir, um das auch mal kurz zu erklären, wenn wir schon dabei sind, Raketen kann man hier einfach umändern, indem man, ja, hier auf, gut, jetzt haben wir nur eine Rakete, aber leichte zielsuchende Rakete MKZ-1. Es gibt auch Shortcuts, wobei ich bin kein Freund von Raketen, muss ich zugeben. Deswegen weiß ich die gerade nicht. K? Ich glaube, auf R ist Rakete abfeuern? Ja, da muss ich mir die mal belesen. Wie gesagt, Raketen sind überhaupt nicht mein Ding. Ich arbeite eigentlich nur mit, normalen Waffen. Aber da... Ich versuche gerade herauszufinden, welche Ausrüstung wir brauchen werden, um so viele Daten wie möglich in dem Gebiet sammeln zu können. Das Raumzeitgefüge in diesem Gebiet scheint verletzt zu sein. Es scheint, als wären hier schon mehrere Risse wieder verheilt. Es gibt aber keinerlei Aufzeichnungen über unerklärliche Vorkommnisse in diesen Gebieten. Für alle anderen ist das einfach nur leeres Vakuum. Bei der Suche nach Signalen von den seit langer Zeit verschollenen Boronen stieß ich auf mehrere Narben, wenn Sie es so nennen wollen, im Weltraum, die noch immer verschiedenste Partikel und Strahlungsarten verströmen. In einem so geschäftigen Sektor wie diesem erscheint das allerdings nicht viel mehr als Hintergrundrauschen. Bestimmte Elemente dieses statischen Rauschen scheinen aber künstlichen Ursprungs zu sein. Wir werden diese Narben wieder aufreißen und einen Blick hineinwerfen. Ja, natürlich ist das Universum ein fragiles Gebilde. Eine Fehlkalkulation und wir könnten das ganze System mit einem Schlag vernichten. Dieses Risiko, das macht es gleich noch viel aufregender und spannender. Bevor wir anfangen, möchte ich mich aber erst für Ihre bisherige Hilfe erkenntlich zeigen. Ich hoffe nur, dass es den Split nichts ausmacht, dass ich deren Kreditkonto anzapfe, um unser kleines Abenteuer zu finanzieren. Danke für die Aber Credits. Nun zum Experiment. Zuerst müssen Sie einen Satelliten in diesem Gebiet platzieren, damit wir die Eigenschaften der Umgebung besser verstehen können. So können wir die verborgene Anomalie besser sichtbar machen. Ich schlage vor, dass Sie auch eine Ressourcensonde einsetzen, mit der wir herausfinden können, wie die Anomalie das Gebiet beeinflusst. Diese aufstellbaren Ausrüstungsgegenstände erhalten Sie an allen Stationen, die Schiffsausrüstungen verkaufen. Ich kenne eine solche Station in Ihrer Nähe. Die Daten dazu habe ich auf Ihrer Karte markiert. Okay, also wir müssen einen Satelliten aufstellen, um das Gebiet zu scannen. Ja, da wird es nochmal erklärt. Die Sachen kann man an Ausrüstungsdocks oder... Die Platzierung muss sehr präzise erfolgen. Naja. Oder auch an Schiffswerfen kann man die auch wieder aufrüsten. Die findet man eigentlich alle zwei, drei Sektoren. Von daher nicht das Problem, aber wir haben ja zum Glück ein Schiff, was von Anfang an schon Satelliten hat. Mit der Navigationsbarke, die kennen wir schon. Der Satellit, erklärt habe ich es schon, sollen wir aussetzen und dann haben wir den ersten Teil schon erledigt. Ach, sehr gut gemacht. Jetzt erhalte ich sehr viel klarere Daten von dem Riss. Ich sehe auf den ersten Blick sehr viel stärkere gravitative Scherkräfte als bei der anderen Anomalie. Das deutet auf eine bestimmte Masse hin. Aber wovon? Es sind Ähnlichkeiten zum Ereignishorizont der Sprungtore vorhanden. Aber da ist noch mehr. Könnte das eine temporale Verzerrung sein? Vielleicht sogar dimensionale Verzerrungen? Höchst interessant und aufregend. Können Sie jetzt die Ressourcensonde im markierten Bereich aussetzen? Ich bin neugierig darauf, wie sich die Umgebung verhält. Und das ist die dritte Sonde, die wir auslegen können oder setzen können, nämlich Ressourcensonden. Mit Ressourcensonden, wie der Name schon sagt, können wir auch, glaube ich, im Umkreis von 30 Kilometern gucken, welche Ressourcen sich in diesem Raum befinden. Das ist später verdammt wichtig für Schürfer, also wenn man quasi, ja, Mineralien oder Gase oder sowas oder generell Grundressourcen abbauen möchte mit Raumschiffen. Und dazu sollte man immer am Anfang erstmal so eine Ressourcensonde setzen, um zu gucken, was überhaupt in dem Gebiet vorhanden ist. Das finden wir auch wieder unter Enter, aufstellen, Ressourcensonde. Setzen wir mal.
Dann kommt wieder Bozo. Sie sehen jetzt Vorkommen bestimmter Rohstoffe auf dem Gebiet, falls Sie sich dafür interessieren, sie abzubauen. Was unsere Forschung betrifft, so scheint es, dass die Objekte in der Nähe mit exotischen Partikeln behaftet sind. Wahrscheinlich stammen diese von der Anomalie. Ich dränge mich nur ungern auf, aber ich habe eine Idee, wie wir fortfahren sollten. Ja, dann erzähl mal. Wir müssen ein Schiff zu einer sehr spezifischen Position fliegen, die ganz in der Nähe der Anomalie liegt. Mit der richtigen Ausrüstung für das Schiff, die wir wohl noch installieren müssen, können wir die Anomalie weiter öffnen und so eventuell herausfinden, was sich auf der anderen Seite verbirgt. Okay, also unser... Das führt bedauerlicherweise sehr wahrscheinlich zur Zerstörung des Schiffes, weshalb ich für alle Unkosten für den Erwerb eines neuen Schiffes für diese Aufgabe aufkommen werde. Sehr schön, 200.000 Credits. Kommt noch was? Oder darf ich jetzt, Bozo? Ich darf jetzt. Okay, also, für die Hauptmission geht's jetzt weiter. Wir müssen uns ein zweites Schiff besorgen, das hier quasi in den Bereich der Anomalie bringen und mit Antimateriezellen bestopfen. Ausstatten. Sagen wir ausstatten. Und ja, dann wird so ein kleines Experiment gewagt, um diesen Riss eventuell aufreißen zu lassen. Ja, dazu haben wir ja 200.000 Credits bekommen. Und müssen uns dann dementsprechend auch so ein Schiff jetzt besorgen. Das macht man an Stationen. Allerdings mache ich jetzt erstmal eine kurze Pause zu der Hauptmission. Denn wir kümmern uns erstmal darum, ein bisschen mehr Geld anzuhäufen. Und dementsprechend werden wir uns jetzt erstmal in nächster Zeit für die nächsten paar Folgen darum bemühen, Missionen zu finden. Hier sehen wir zum Beispiel schon mal eine. Die sind immer mit so gelben Symbolen dargestellt, um richtig, ja, oder um erstmal ein bisschen Asche zu bekommen. Denn so ein Schiffskauf, der kostet, ja, also man kriegt auch Schiffe für 200.000, die sind allerdings dann, ja, für nichts zu gebrauchen. Gut, in dem Fall ist es ja auch für nichts zu gebrauchen, denn es wird zerstört. Aber, ja, wir können ja schon mal ein bisschen vorsorgen für spätere eventuelle Notfälle. Deswegen ist es immer nie verkehrt, mal ein bisschen Geld auf Tasche zu haben. Und damit fangen wir jetzt in dieser Folge leider nicht mehr an. Denn ich mache jetzt einen Cut. Das war erstmal Teil 1 der Hauptstory. Ich kann euch verraten, das war auch wirklich ein Drittel ungefähr schon der Hauptstory. Die ist nicht lang. Wie gesagt, es ist primär darauf abgezielt, seine eigenen Geschichten zu schreiben. Und dementsprechend ist auch die Hauptstory nicht so lange. Und in der nächsten Folge, wie gesagt, kümmern wir uns mal darum, ein paar Missionen anzunehmen und das erste Geld einzutreiben dadurch. Ich sage erstmal vielen herzlichen Dank. Haut rein, schaut morgen wieder vorbei bei X4 Foundations. Ich werde öfter noch X3 sagen, weil irgendwie habe ich es doch noch im Kopf. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, haut rein, ciao und tschüss.